Das will ich nicht fest. Wenn meine zwei linken Füße nicht schützen. Die müsste ich ja abstellen. Aber ich sehe, das sind Käufer, überwiegend Männer, die das machen. Ja. Die die Höhe irgendwie gebögen sind. Und bekommen Frieden. Also nicht in der Höhe. Das ist gegen mich. Ja, weil du kannst es anders machen. Dann warten, bis ich etwas weiter bin und dann. Das ist ja Wahlwieger Herrenberg. Wahlwieger Herrenberg. So heißt denn auch die Weinsorte wahrscheinlich. Zwei Bitburger nehme ich auch. Ja. Wenn du sie siehst, bestell ruhig. Ja, wenn du sie ist das schön. Also das wäre doch was für mich, wenn ich hierher herfahren und dann mit ihnen hier bin. Ja. Also zwar die wäre begeistert. Ja. Meine Damen und Herren, das Landschaftsbild der Mosel wird geprägt durch die unzähligen Weinberge. Bereits vor 2000 Jahren brachte die Römer den Wein an die Mosel. An den steilen Schieferhängen gedeiht der Wein hervorragend, erfordert aber das ganze Jahr hindurch besonders intensive Arbeit. Steilster Weinberg Europas ist der Bremer Kalmont mit 68% Steigung. Das Anbaugebiet Moselsaar-Weber ist das drittgrößte von insgesamt 13 Anbaugebieten in Deutschland und hat eine Gesamttriebfläche von ca. 13.000 Hektar. Der Ertrag pro Hektar beträgt etwa 180 Hektoliter. Die Hauptrebsorte ist der Riesling, der ca. 2/3 der Gesamttriebfläche ausmacht und relativ spät geerntet wird. Darüber hinaus gibt es noch die Thurgau, Endling und Kerner, die als erste Rebsorte voll ausreifen. Die Ernte der Trauben, Riese,